Hallo, heute ist der zweite Tag dieses 60-Tage-Experiments. Wie man sieht, habe ich mich nicht enttarnt bisher. Ich habe auch noch nicht angefangen, Polnisch zu lernen. Die Regeln. Du hast 10 Tage Zeit, irgendwas zu lernen, was du aber vorher gesagt hast, dass du es lernst. Außerdem musst du dir alle Haare abschneiden. Danach wieder 10 Tage was anderes lernen. Zuallererst werde ich mich allerdings enthaaren müssen, weil das ist, hat sich Mario so ausgedacht. Warum, weiß ich nicht. Haare, die dir aus dem Kopf wachsen, nehmen das Wissen mit, um es an der Luft zu kühlen. Schneidest du sie ab, machst du dich von Altem frei und schaffst Platz für Neues. Während ein normal langes Haar Millionen inzwischen fragmentierter Informationen enthält, finden sich im Neuwuchs einzig die neuen, also gerade erlernten Daten. Außer die Augenbrauen, die werde ich stehen lassen, weil das ist mir jetzt im Sommer einfach dann zu doof, wenn mir die ganze Suppe in die Augen fließt. Ich schwitze relativ viel. Während Harald und ich nach strengen Regeln lernen, um in diesem Sommer bessere Menschen zu werden, beschreiten Christian und Christina andere Pfade zum selben Ziel. Zum Polnischen, was ja jetzt meine Aufgabe ist zu lernen, habe ich wenig Kenntnisse davon. Also, was ich weiß, ist Tak heißt ja, Dziękuję heißt, glaube ich, danke, Dzień dobry heißt guten Tag, Zdrowie ist Prost. Ich wollte Orgel lernen, doch meine Lehrerin verlangte Unmögliches von mir. Ist der letzte Tag von Orgel und ich sitze an der Orgel. Kann man hören, oder? Und die Bilder, die ich am ersten Tag gemacht habe und am fünften und sowas,
kann ich nicht umwandeln oder sowas. Habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal lieber Computer lernen. Ich habe an Tag 5 meinen Kopf frisiert, neu. Allerdings nur den Kopf. Die Körperhaare sind weiterhin da. Nee. Ich habe, naja, was ich gemacht habe, sieht man, glaube ich. Tag 5. Mit Polnisch bin ich zwar noch nicht weitergekommen, aber das hier ist, was vorher auf meinem Kopf war. Ich werde noch meinen Körper enthaaren müssen. Das gehörte, glaube ich, auch mit zur Abmachung. Und dann werde ich diese Haare auch sammeln und vergleichen, wo ich mehr hatte. Oder auch hier so Rock'n'Roll. So, wir haben jetzt den Tag 10. Ich bin nicht zu Hause, wie man das vielleicht im Hintergrund sehen kann, sondern auf der Arbeit. Es ist Sonntag, aber naja, wie auch immer. Ich bin mit Polnisch nicht besonders weit gekommen. Ja, ich wollte noch eine kurze Erklärung dafür geben, warum ich beim Polnisch einfach jetzt ziemlich durchgefallen bin. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich nicht genug Zeit verwendet habe. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Taschenlehrbuch Polnisch, was ich hier mein eigen nenne, nicht gut ist. Ich habe natürlich auch in meinem Lehrbuch weitergemacht. Steht und die Tatsache, dass es sich um einen palatalen Nasal handelt, lässt mich vermuten, dass es etwa ausgesprochen wird wie das GN in Champagner. Ich muss das nochmal machen. Tag 5. Mit Polnisch bin ich zwar noch nicht weitergekommen, aber ich habe meine Haare vom Kopf abgemacht.